Da kommt eine Frau in die Zoohandlung und möchte einen Papagei kaufen. Dann sagt der Verkäufer, na, das tut mir leid, wir haben keinen Papagei, aber ich könnte Ihnen heute was ganz Besonderes anbieten. Das haben wir nur ganz selten da und das ist richtig was ganz Tolles. Vor allem für Frauen. Nämlich, das ist ein südafrikanischer Fotzenleckerfrosch. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das ist ein echter Fotzenleckerfrosch. Ich dachte, der macht das wirklich. Ja, natürlich macht er das. Das würde ja nicht so heißen. Und den kriegen Sie heute für 400 Euro. Eigentlich kostet der 500, aber... Sie sind mir so sympathisch, Sie kriegen den für 400. Mit so einer Zunge. Und dann ist sie so neugierig und so. Und der macht das wirklich? Natürlich macht er das, klar. Deswegen ist er ja so teuer. Und dann kauft sie den Frosch und geht nach Hause. Und am späten Nachmittag ruft sie bei dem an, in seinem Zooladen. Und sagt, hören Sie mal, was ist eigentlich los? Ich habe das ausprobiert, der macht nichts. Wie, der macht nichts? Naja, der macht nichts. Ja, was haben Sie denn ausprobiert? Ja, ich habe mich halt, hören Sie mal, ich habe das, Sie wollten das eben ausprobieren, ich habe mich aufs Bett gelegt und so und habe den da hingesetzt, den Frosch, und dann, der macht nichts. Der sitzt nur da und glotzt blöd. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich hab, also, das ist mir ja wahnsinnig. Der macht das normalerweise sofort. Das ist ein Reflex bei dem. Na gut, hören Sie, ich komme sofort vorbei. Wenn Sie wollen, kann ich kurz kommen und dann klären wir das ganz schnell. Und dann kommt er also dahin, klingelt und sagt, da bin ich und, so, wo ist denn jetzt der Frosch? Ja, der sitzt da auf dem Bett immer noch und regt sich nicht. Und er hat das wirklich nicht gemacht? Nee, der macht da nichts. Und dann geht er hin zu dem Frosch und sagt, du, hör mal zu, mein lieber Freund, ja. Ich zeig dir das jetzt noch ein letztes Mal, ja. Und dann ist aber echt Schluss.